Wir sind die beleuchteten Brüder. Das ist wahr. Und wir bringen euch. Hä, das war doch eben schon mal, oder? Das ist richtig. Von 2001, den alten N64-Klassiker. Ja, auf dem Bildschirm ist ein bisschen Licht, siehst du das? Ja, nur weil jetzt gerade dunkel ist. Wir haben uns doch bei dem anderen auch gespiegelt, wenn es dunkel ist. Das stimmt. Guck mal, er startet immer neu. Warum? Vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht ist das ein Gag. Nee, ich glaube nicht. Drückst du irgendwas? Nee, jetzt drücke ich mal was. Ich glaube, er resettet permanent. Vielleicht weil der Resetter doch festge... Ich habe den dann irgendwann, weil ich mich so geärgert habe, über F-Zero, so drauf reingehauen, dass er festgeklemmt ist. Man kann sich über F-Zero auch trefflich ärgern. Jetzt ist es ganz ausgegangen. Die beleuchteten Brüder haben, wie alle Videospieler, hin und wieder Probleme mit ihrer Hardware. Pech! Und mit ihrer Gesundheit. Danke. Hast du Gesundheit gesagt? Wir bringen euch den alten Nintendo 64 Klassiker. Pech! Gesundheit, 2001. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Waren wir schon mal so weit? Weiß ich nicht. Muss für euch gleich nehmen. Becher! Ein bisschen leiser. Conker ist bad for a day. In der echten Version. Nicht diese blöde, man kann jedes Haar einzeln sehen. Microsoft-Scheiße. So war es gedacht. Genau. Und noch ein ordentlich Kuckland. Wo ist denn eigentlich mein Bier? Hier. Da ist ja Kazumi Benjo. Ja? Ja, dein Kopf hinter. Achso. Jetzt ist die Frage, ist das das richtige Format? Oder ist das richtig? Boah, keine Ahnung. Das ist doch gestretched, oder? Ja. Aber ist doch egal. Ja. Hier sind sie halt alle ein bisschen fetter. Alter, Multiplayer ist richtig geil. Du denn da? Ich weiß es noch nicht genau. Ah, das ist mein alter Spielstand. Wo sind 3 Stunden? Das kann eigentlich nicht sein. Ja. Nur 9 Stunden und 14 Minuten spielen. Ja. Nur 14 Minuten? Das bin ich wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich mein alter Spielstand. Hey, du hast noch nicht auf meinem Cartridge gespielt. Doch, ich hatte das ja selber nicht. Ich hatte das lange bei mir zu Hause. Hast du auf meinem Cartridge gespielt? Ach, meinem? Weißt du? Das wusste ich gar nicht. Los, so, geht los. Das hat damals ganz viel Geld überall gekostet. Es war kaum für unter 140 Euro zu bekommen. Mark. Das ist ja ein König. Ich weiß. Ein miese Petriger. Hast du das nur einmal gespielt und hast es so erinnert? Das war sehr eindrucksvoll. Und so. Das ist ein Barry. Seine Freundin. Zu der will er ja nach Hause, aber er ist so besoffen, dass er den Weg nicht findet. Und dann. Ja, ich verrate schon ruhig alles. Es ist zum Teil sehr schwer das Spiel und die Steuerung ist nicht so gut. Das heißt, wenn ich schlecht durch die Gegend laufe, liegt das mehr an dem Spiel als an mir. Ja, das sieht man doch mal. Ja. Das ist immer noch ganz schön laut. Das müssen die Zuschauer entscheiden. Die Frage ist auch ein bisschen, wo an der Kamera eigentlich das Mikrofon ist. Vermutlich vorne. Deswegen hört man uns ja jetzt noch viel schlechter. Ja. Hallo! Wir sind die beleuchteten Brüder! Das ist ein ganz schreckliches erstes Video. Hier ist doch noch gar nichts passiert. Nintendo 64 hat sich tausend verbessert. There I am. Conquer the King. Wir haben aber auch immer im Blick, wie lang es geht. Who'd have thought that? But how did I come to this? I hear you say. Sprache, and who are those strange fellows that surround my phone?
That you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. And what a day that was. It's what I call a bad fur day. Für ein Nintendo 64-Spiel eine ganz beeindruckende Sparausgabe. Ja, aber man versteht, also der Sound ist trotzdem sehr Matsche. Aber das war, deswegen hat das war auch eins von diesen ganz schweren Cartridges, 512 Mbit oder wie das hieß. Das ist Barry. Das ist Barry. Nee. Barry ist ein Hase. Oder ein Eichhörnchen. Sie sieht ein bisschen aus wie Bugs Bunny. Und nur mit Traumkleidern. To some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, I'll see ya. Love you. I think she's gone. Conker, put the phone down. Right. Whose round is it? Yours. What, again? Okay. Can someone lend me a fiver? Yo. Yeah, it's been the Weasels. I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime. I gotta go. Is home. I'll go this way. No, that's the toilets. No, this way. Yeah, that's bad. Es ist nicht alles so lustig, wie wir das damals waren. Ne? Das damals in die Füge tonight. Ich kann mich aber noch erinnern auf einem N64-Video, als ich noch im Look hatte. Ja. Das war ja, da haben wir alle Angst, dass das so ein krasser, viel zu einfacher Blümchen-Kinder-Track wird. Und dass es nach Banjo total der Reinfall wird. Ja. Durch? Nee. Ich glaube, niemand hat das durchgespielt. Nee. Da konnte ich die Kritik auch wirklich teilen. Nice and nasty. Don't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. Was ist das? Das sind die Bienen, die das Nest klauen. Und die Wespen klauen den Bienen das Nest. Irgend so eine Scheiße. This way, after. Ganz schön hässlich damals. Ja. Nein, das ist ja lange. Das ist sehr storylastig. Wir müssen auch den ersten Teil der beleuchteten Brüder. In diesem Fall ist wohl nur das Intro. Was sagt man dazu? Ja, das kommt davon, wenn die Technik. Wie motiviert man denn jetzt den YouTube-Zuschauer, sich noch den zweiten Teil anzugucken? Wir sind die beleuchteten Brüder. Man hört uns gar nicht. Du bist ein bisschen lauter. Der sieht aber böse aus. Ist gut, dass er Milch trinkt. Ach, das ist das Problem. Ihm fehlt ein Stuhlbein. Ja, ein Tischbein. Das ist sein Problem. Ja. Und deswegen bringt er jetzt den Horror auf die Bühne. Ja. Und wo ist das hin? Das Stuhlbein? Ja. Das Tischbein? Ja. Das weiß ich nicht. Sehr gut dafür, so wie ich. Er reagiert ein bisschen über, würde ich sagen. Wenn du so ein Herrscher bist und auf deinem Beistelltisch fehlt ein Tischbein, würde ich mir einen neuen Beistelltisch besorgen lassen. Das stimmt. No, it's gonna be one of those days. Yeah.
Jetzt geht's los. Rein in die Ecke. Und das Video hört auf.